zusammen. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Heute gibt es den Egg and Bacon Burger. I wake up every morning and have a cup of tea. Wir starten mit ein paar Toasties, Käse, Speck, einem Ei, einer leeren Thunfischdose und etwas Öl. Die Scheiben Bacon sollen schön über direkter Hitze kross gegrillt werden. Ich sag mal so, an der Stelle muss ich zugeben, dass ich vergessen habe, das Rost zu ölen. Was das bedeutet, werden wir dann gleich sehen. Tut aber dem Burger am Ende keinen Abbruch. Ja, für das Spiegelei kommt jetzt ein kleiner Geheimtrick. Wir nehmen die Thunfischschale, schlagen das Ei da rein und dann braten wir das in unserer Aluspfanne. Man sieht, ich habe ein bisschen was verschüttet, das geht also noch einen Ticken besser. Das könnt ihr mal ausprobieren und üben, dann bleibt das Ei am Ende schön rund. Am besten ist es im Übrigen auch, wenn wir da noch etwas drauflegen würden. Man sieht, man verliert zwischendurch etwas mehr von dem Ei. Ja, war ein Versuch wert, geht noch besser. Ihr könnt das mal ausprobieren. In der Zwischenzeit die Toasties antoasten und der Rest ist kein Hexenwerk. Wie ihr seht, habe ich die Bacon-Streifen mit dem Rest Ei mittlerweile miteinander vermischt. Kurz die Toasties von beiden Seiten angrillen, eine Scheibe Käse auf eine Hälfte geben und diese etwas schmelzen lassen. Ihr seht, hat fast funktioniert mit dem runden Spiegelei. Passt perfekt zur Toastie-Größe, so eine Thunfischdose, die gespült ist. Ja, kommen wir zum Zusammenbau. Die untere Hälfte mit dem Käse. Und dann der Reihe nach die Zutaten draufgeben. Den Berg, Bacon, Eierreste. Dann das Spiegelei. Last but not least. Ein Schuss Barbecue-Soße und der Deckel. Und das ist unser Egg and Bacon Burger. Ein super Frühstück, wie ich finde. Super cool, vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt kommen noch ein paar Close-Ups von den Dingern. Morgen geht's weiter mit der Frühstückswoche. Video zwischen 6 und 8, weil man halt auch immer so aufsteht morgens früh. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus.